Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Gage. Die Gage ist natürlich ein sehr empfindliches Thema, denn ihr möchtet logischerweise was für eure Dienstleistung haben. Das habt ihr natürlich auch verdient. Und umgekehrt habt ihr es dann natürlich auch mit einer Partei zu tun, die viel Geld sparen möchte. Und es ist ja im Prinzip auch schon wie so ein Running Gag in der Szene, dass die Booker und Veranstalter immer ja, so geizig sind und obwohl der Abend lief und man wirklich gut Geld eingenommen hat, versucht man dann immer den DJ noch mit ja, einer kleinen Gage, mit einem Fuffi vielleicht irgendwie abzufrühstücken. Das ist auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, nicht in Ordnung und hier jetzt natürlich alles rund ums Thema Gage. Allgemein gesagt hatten wir auch sogar schon in unserem allerersten Kurs, unterscheidet sich die Gage von den unterschiedlichen DJ-Typen schon enorm. Denn ein Mobile DJ zum Beispiel hat ja einen viel höheren Aufwand, er muss viel mehr organisieren, der Abend ist meistens sehr lang oder der Tag und hier muss dann auch noch extra Equipment mitgebracht werden, das kostet logischerweise auch Geld oder muss gemietet werden und so weiter und so fort. Also der Mobile DJ bekommt auf jeden Fall eine höhere Gage, aber hat auch höhere Ausgaben. Also muss man halt schauen, bleibt unterm Strich auch wirklich mehr hängen, das sei mal dahingestellt. Aber bei der Verhandlung um die Gage geht es natürlich dann auch eben um den Gesamtpreis. Denn den Veranstalter interessiert das ja relativ wenig, wie viel dann bei dir noch konkret hängen bleibt, sondern einfach nur, wie viel er allgemein bezahlen muss. Bei Club-DJs zum Beispiel, die ja schon auf eine Infrastruktur im Club zurückgreifen können und die vielleicht auch oft nur 2-Stunden-Sets spielen, ist es natürlich dann auch nicht gerechtfertigt, hier ähnlich hohe Gagen auszurufen. Es sei denn, ihr habt eben auch hier einen großen Bekanntheitsstatus, dann ist es natürlich wieder was anderes, aber dazu später nochmal mehr. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr eure Gage als Festpreis anbietet, also eben so als Komplettangebot, unabhängig davon, wie lang der Abend ist, wie groß das Ganze wird und wie umfangreich, oder auch als dynamische Gage. Zum Beispiel machen Mobile DJs das sehr häufig, dass sie einen Preis machen, zum Beispiel eben bis 2 Uhr, 3 Uhr Nacht, wenn dann auch üblicherweise vielleicht die Hochzeit schon vorbei ist und der Abend ja auch schon sehr lang war. Und wenn dann eben von den Veranstaltern spontan gewünscht ist, dass man noch 1-2 Stunden länger spielt, dann erklärt man sich dazu bereit und sagt dann, okay, das mache ich, aber dann gibt es eben nochmal so und so viel Aufpreis. Das ist dann eben immer abhängig von Veranstaltung und Kunde. Im normalen Clubbetrieb werdet ihr das auf jeden Fall nicht finden mit dynamischen Gagen. Da macht man immer einen Festpreis aus, weil man ja auch normalerweise schon genau weiß, was passieren wird eben. Du spielst von 22 bis 0 Uhr fertig vor so und so vielen Leuten in der Location und da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Das Einzige, was vielleicht variiert, ist dann, wie viele Leute tatsächlich kommen. Aber davon sollte dann deine Gage auch nicht mehr abhängig gemacht werden. Es sei denn, du bist der Veranstalter und bezahlst dich im Prinzip selber. Aber insofern du dich mit dem Veranstalter auf was geeinigt hast, ist es ja auch seine Aufgabe dann in erster Linie die Leute in den Club zu ziehen. Natürlich solltest du auch Promo machen, aber trotzdem, hier sollte deine Gage dann nicht mehr angerührt werden. Die Gage ist dann natürlich auch sehr variabel, je nachdem eben welche Veranstaltungsart ist es. Wie viele Leute kommen bei einem Festival, ist es auch ganz klar, dass man hier eine höhere Gage bekommt üblicherweise, als wenn man in der Bar spielt. Dann eben auch, ist es ein Club für 200 Leute oder ist es eine Großraumdiskothek für 2000 Leute. Also hier gibt es logischerweise keinen Katalog und keine Blaupause. Wenn das passiert, dann schreibst du so viel Gage hier auf deine Rechnung, sondern das musst du für dich individuell entscheiden und dann eben mit dem Veranstalter zusammen ausmachen, denn eben das Ganze ist sehr, sehr variabel. Natürlich, was auch mit reinspielt, ist deine Biografie, deine Diskografie. Wenn du einen starken Online-Auftritt hast und sehr bekannt bist eben, wenn du schon einiges vorweisen kannst, wenn du viel Reputation hast und eine große Fanbase hast, kannst du natürlich auch mehr Gage verlangen. Denn üblicherweise kommen dann auch mehr Gäste oder die Gäste bleiben länger, weil sie dich so toll finden und so weiter. Deswegen, das ist hier auf jeden Fall auch noch ein Punkt, der da mit reinspielt.
Wenn du neue Auftraggeber hast, dann empfiehlt sich hier deine Gage leicht anzuziehen, denn wenn du immer nur bei derselben Gage bleibst, dann stagniert dein Niveau sehr schnell und du hast ja normalerweise auch eben dann mit der Zeit, so ist jetzt durch die Inflation oder dein Lebensstil verändert sich, hast du auch höhere Ausgaben und so solltest du eben schauen, dass du hier nicht auf einem Niveau bleibst und immer ein wenig nach oben gehst. Natürlich in humanen Dosen, dass du den Gig auf jeden Fall bekommst und auch wenn sich verschiedene Veranstalter mal unterhalten, hier nicht aus allen Wolken fallen, was denn Veranstalter A zahlen muss und warum denn Veranstalter B auf einmal viel, viel mehr bezahlen muss, da machst du dir natürlich auch keine Freunde. Bei Residence ist das Ganze nochmal was Besonderes, denn hier bleibt ja über längere Zeit auch der Veranstalter derselbe oder eben der, der dich bezahlt und so macht es dann Sinn, deine Gage an bestimmte Meilensteine zu knüpfen. Wenn du zum Beispiel eine große Veröffentlichung hattest oder du hast jetzt einen besonderen Gig auf einem Festival gespielt und konntest generell auch durch deinen Online-Auftritt vielleicht deine Fanbase deutlich vergrößern, dann kann man zum Beispiel eine leichte Gagenerhöhung an solchen Punkten festmachen oder auch ganz klassisch vielleicht wie im normalen Job auch. Am Ende des Jahres sagt man, okay, das letzte Jahr lief gut und wir möchten weiter zusammenarbeiten und das Ganze ist dann eben auch noch eine kleine Gehaltserhöhung geknüpft. Auf jeden Fall solltest du aufpassen, dass du hier nicht einfach aus heiterem Himmel eine Erhöhung der Gage forderst und das Ganze eben auch nicht willkürlich machst, wenn es nämlich einfach nicht zu rechtfertigen ist, weil du vielleicht sogar noch in deiner Reichweite ein bisschen geschrumpft bist und andere Leute dir langsam den Rang ablaufen. Dann wird es natürlich gefährlich, wenn du hier versuchst, unangekündigt deine Gage anzuziehen. Schau hier auf jeden Fall immer, dass du viel kommunizierst und das Ganze absprichst, denn sonst bist du dein Residency auf jeden Fall schneller los, als es dir lieb ist. Bei öffentlichen Veranstaltungen kann man sagen, dass die Abrechnung nach dem Gig stattfindet. Das möchte ja dann auch der Veranstalter sehen, dass du hier deinen Job gut machst und dass hier alles geklappt hat. Und dann ist ja blöd gesagt auch das Geld reingekommen für den Abend. Aber bei geschlossenen Veranstaltungen, vor allem bei privaten Veranstaltungen, kannst du es auch so machen, dass du hier direkt nach dem Soundcheck abkassierst. Das wäre auch auf jeden Fall zu empfehlen, denn gerade bei solchen Veranstaltungen ist der Abbau meistens sehr chaotisch. Es sind ja eben auch Privatleute und der eine oder andere Verantwortliche war dann hier auch schon mal ziemlich betrunken. Und dann hast du gerne mal das Problem, dass der mit dem Geld auf einmal verschwunden ist. Oder musst dich auf irgendwelche Diskussionen einlassen und das kannst du auf jeden Fall vermeiden, insofern du hier nach dem Soundcheck dann schon die Gage übergeben bekommst. Das Ganze kann man ja einfach in den Umschlag legen oder du steckst es schon mal in deinen Geldbeutel. Du bist ja dann auch nicht aus der Welt, also insofern man vielleicht noch nachverhandeln müsste, weil irgendwas nicht ganz geklappt hat, ist es ja auch immer noch möglich. Aber hier kannst du auf jeden Fall die Bezahlung schon vorher bekommen. Am besten machst du das Ganze bar, alternativ noch Überweisung, aber was anderes solltest du nicht akzeptieren. Das ist viel zu unseriös, viel zu unsicher, dass das Geld auch wirklich bei dir landet. Bar ist natürlich insofern das Beste, dass du das einfach direkt hast, du musst dem Geld nicht mit hinterherlaufen, die Sache ist erledigt, passt. Und ja, leider passiert es eben oft, dass auch selbst Booker mal etwas unzuverlässig sind und hier sich einfach mit der Kasse mal aus dem Staub machen. Vielleicht auch ganz unbewusst und dann stehst du halt blöd da und musst wieder schauen, wie du an dein Geld kommst. Eventuell kannst du hier sogar eine Vorauszahlung durchkriegen, das wird aber bei professionellen Veranstaltern eher schwierig. Wenn deine Gage mal gekürzt werden sollte von einem Veranstalter, gerade wenn du auch zum Beispiel eine Residency hast, das kann sein, dass der Laden mal nicht so gut läuft oder es was auch immer für Probleme gibt, dann kann es zu dieser Situation kommen und hier ist es dann ganz wichtig, dass du dann immer abwägst, ob das für dich auch gerechtfertigt ist und dann musst du je nachdem mal deine Meinung vertreten, dass du damit nicht d'accord bist. Oder wenn du zum Beispiel auch einen guten Draht zu dem Laden hast und er schon jahrelang gut bezahlt hat, dann kann man hier auch schon mal ein Auge zudrücken und dann aber auch bestehen, dass vielleicht später, wenn das Geld wieder da ist, dann das Ganze nochmal nachbezahlt wird oder auf jeden Fall, sobald es möglich ist, das Niveau wieder mindestens mal auf Ausgangsniveau angehoben wird.
Und wenn das Ganze halt insofern problematisch wird, dass es nicht danach aussieht, dass du wieder deine geregelte Gage bekommst und man hier halt noch anständig zusammenarbeiten kann, dann schau wirklich, ob du hier gute Alternativen hast. Und dann muss es auch unter Umständen sein, dass du dich von diesen Gigs trennst. Es gibt auch chronische Nichtzahler oder chronische Pleiteveranstalter. Und da wird es dann auch in einem halben oder in einem Jahr nicht besser werden. Von daher dann lieber früher als später die Reißleine ziehen. Wenn du über deine Gage sprichst, dann solltest du das nur ganz vorsichtig machen. Also mit Bedacht, mit wem du da vor allem sprichst, denn mach das am besten nur mit deinen engsten Kollegen, denen du auch vertrauen kannst. Wenn du hier deine Gage groß rausposaunst, dann stellst du dir aus mehreren Gründen hier nur selber ein Bein. Zum einen bist du leicht auszustechen, weil deine Konkurrenz genau weiß, eben wo deine Schmerzgrenze ist und können dann genau das unterbieten. Alternativ wird sich vielleicht auch dann ja schlecht über dich unterhalten, weil man der Meinung ist, die Gage ist nicht gerechtfertigt. Und generell kannst du so einfach leichter über den Tisch gezogen werden, auch wenn du zum Beispiel mal die Gage erhöhen möchtest oder eben einen neuen Veranstalter hast, bei dem du hier die Gage etwas erhöhen möchtest, dann wird hier auch dann auf einmal die Frage gestellt, ja warum denn bei der anderen Veranstaltung bekommst du doch auch weniger. Insofern ist es ein ganz heikles Thema und hier solltest du sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Merk dir, es bekommt nicht der die meiste Gage, der am besten ist, sondern der, der sich am besten verkauft. Das siehst du ja auch immer draußen im Leben, denn viele erfolgreiche Firmen verkaufen mit Sicherheit nicht das beste Produkt, aber haben auf jeden Fall ein sehr gutes, starkes Marketing, einen starken Vertrieb und scheffeln somit Millionen. Man kann nur zum Beispiel sagen, McDonald's, das ist natürlich auch ein Laden, bei dem viele Leute essen, aber es ist mit Sicherheit nicht das beste Restaurant, was es auf dieser Erde gibt und trotzdem ist es ein multinationaler Milliardenkonzern. Deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass du im Marketingkurs gut aufpasst, dass du es eben schaffst, dich gut zu positionieren und eben dich zu verkaufen, denn einfach nur von dem, dass du der beste DJ bist, aber dich auch niemand kennt, wirst du keine großen Gagen bekommen, geschweige denn überhaupt Gigs. Lieber am Anfang der Karriere dann auch mal umsonst auflegen, wenn du hier noch gar keinen Einstieg geschafft hast, anstatt dass du überhaupt keine Gigs spielst. Denn du kannst diese Gigs dann immerhin wenigstens noch für dich so als Marketing-Tool benutzen. Du kannst dir vielleicht coole Aufnahmen machen, sei es jetzt von der Musik oder auch Bild-Videomaterial, das du dann eben zum Beispiel wieder für deinen Online-Auftritt benutzen kannst und hoffentlich dann so bald an Gigs kommst, für die du auch bezahlt wirst. Und insofern das dem Veranstalter gefallen hat, kannst du ja auch beim selben Veranstalter in Zukunft dann dafür bezahlt werden. Aber eben so dieser Einstieg ist dann ja doch immer leichter, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt auch mal umsonst, denn so hat der Veranstalter dann mehr oder weniger nichts zu verlieren, insofern er dir wenigstens schon so vertraut, dass du die Gäste nicht rausschmeißt. Wir haben hier mal eine grobe Kalkulationstabelle für die Gage, eben diese zwei Sparten, eher Mobile DJ und die Club DJs, denn auch die Disco- und Party DJs fallen eher in diese Kategorie. Als Mobile DJ ist man ja, wie der Name natürlich sagt, mobil und so wirst du auch viel unterwegs sein, eben weniger wie vielleicht der Club DJ noch in derselben Stadt auflegen und dann muss man vielleicht nur zwei, drei Stationen mit der Bahn fahren, sondern Mobile DJs fahren hier schon auch einige Kilometer, da kommt was zusammen. Und deswegen solltest du das Ganze auch in Rechnung stellen, sonst hast du ein großes Loch in deiner Kasse und das wollen wir ja nicht. 30 Cent pro Kilometer sind auf jeden Fall gerechtfertigt und bei Club DJs kommt es dann eben drauf an, bist du sehr bekannt, kommst du von sehr weit weg, dann ja, wenn du eben noch ziemlich am Anfang bist oder es eben ja natürlich auch dieselbe Stadt ist, in der du auflegst, dann wirst du natürlich eher schräg angeguckt, wenn du versuchst, dein U-Bahn-Ticket für 2,80 Euro noch irgendwo wiederzubekommen. Die Übernachtung ist dann natürlich, ja, falls nötig, kommt drauf an, je nachdem, wenn du über 100 Kilometer weit weg bist, dann wird die Heimfahrt um 5 Uhr nachts natürlich eher beschwerlich sein. Von daher kommt es drauf an.
Eventuell wird dir sogar was zur Verfügung gestellt bei solchen Veranstaltungen, wenn es eine Hochzeit ist, wer weiß. Hier ist es dasselbe wie bei den Reisekosten. Eben wenn du vielleicht sogar ein international gefragter DJ bist und dann aus einem anderen Land herfliegst, ist natürlich ganz klar, dass du hier eine Übernachtung brauchst. Auch innerhalb Deutschlands ist sowas in bekannteren DJ-Sphären üblich und diese Leute nächtigen auch sehr gut. Aber auch wieder natürlich, wenn du aus der Nachbarstadt kommst, dann wirst du eher bei einem Bekannten schlafen müssen, als dass du hier in ein Zimmer in ein paar Sterne-Hotel bekommst. Für den Auf- und Abbau kann man als Mobile DJ auf jeden Fall 20 Euro in Rechnung stellen. Das ist gerechtfertigt, das ist auch Arbeitszeit, von daher solltest du das machen. Als Club-DJ hast du üblicherweise keinen Auf- und Abbau, es sei denn, du musst eben noch ein bisschen DJ-Equipment auf- und abbauen, aber das ist eigentlich keine extra Abrechnung wert. Das ist ja doch was anderes, ob ein Mobile-DJ vielleicht noch eine größere Halle ausleuchten muss und hier die PA noch richtig stellen muss. Also das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn du nur ein paar Cinch-Kabel in deinen Mixer steckst. Beim Equipment kommt es darauf an, ob du das selbst gekauft hast. Dann solltest du 3% des Kaufpreises nehmen oder ob du selber noch was dazu leihen musst. Und wenn du was leihen musst, dann kannst du auf jeden Fall auch bis zu 1,5 mal den Mietpreis verlangen. Das wird durchaus akzeptiert und du hattest hier auch Arbeit eben noch, das dann oftmals selber abzuholen, wieder zurückzubringen und so weiter. Aber logischerweise solltest du mindestens mal das an Kosten weitergeben, was du auch selbst bei der Miete bezahlst. Bei der Settime kommt es drauf an. Du kannst eventuell die gesamte Veranstaltung spielen, vielleicht eben auch tagsüber, nachts, das hatten wir in der ersten Lektion auch schon. Und beim Club-DJ ist das Ganze sehr variabel. Hier kommt es dann bei der Gage eben drauf an, ob du nur ein kleines 2-Stunden-Set spielst oder auch wieder für den ganzen Abend verantwortlich bist. Je nachdem kannst du auch deine Gage dann nochmal erhöhen. Die Art und Größe der Veranstaltung ist hier auch sehr variabel, denn es kann ja sein, dass du vielleicht vor nur einem kleinen Geburtstagskreis spielst mit 50 Leuten oder es ist wirklich eine sehr große Hochzeit mit mehr als 200 Menschen oder sogar eine große Firmenfeier mit 500 bis 1000 in der großen Halle. Wer weiß, das ist eben sehr variabel und hier musst du dann selbst entscheiden, was gerechtfertigt ist. Logischerweise umso größer, umso aufwendiger, auch umso mehr Gage. Als Club-DJ kann man sich hier grob daran orientieren, wenn du in einer Bar oder einer Lounge auflegst und hier natürlich auch eher für die Hintergrundbeschallung zuständig bist, wenn du nicht ganz so im Mittelpunkt stehst, dann solltest du schon mindestens 150 Euro rechnen. Wenn du wirklich für den ganzen langen Abend verantwortlich bist, kannst du da auch noch ein bisschen nach oben gehen. Im Club sollte man eigentlich mindestens 200 Euro bekommen, denn hier bist du ja auch schon wirklich der Entertainer eben, der im Mittelpunkt der Veranstaltung steht. Und gerade bei einer Großraumdiskothek, wo ja auch nochmal viel, viel mehr Leute reinpassen, also der Laden an sich auch mehr Umsatz und hoffentlich auch Gewinn macht, dann sollte auch was bei dir hängen bleiben, denn du unterhältst ja auch mehr Leute. Am Ende dann der Bekanntheitsbonus. Ganz logisch, David Guetta bekommt auch nur mehrere hunderttausend Euro pro Gig, weil er eben so bekannt ist. Denn auch jemand anderes, der deutlich unbekannter ist, könnte dasselbe Set spielen oder auf jeden Fall mal ein ziemlich ähnliches. Hier geht es dann nur noch um die Bekanntheit, eben um diese Marke des bekannten DJs. Und insofern ist dann natürlich nach oben alles offen. Und es liegt an dir und dann vielleicht auch später an deiner Booking-Agentur, dass man hier eben dann gutes Marketing betreibt, eine personenbezogene Marke aufbaut. Und dann sind diese Preise hier auf jeden Fall Geschichte für dich. Dann kannst du noch ganz andere Gagen ausschreiben. Aber dann brauchst du auch diesen Gagenrechner hier nicht mehr. Dann werden das andere Leute für dich übernehmen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.